Eigentlich kennen wir Kohlendioxid als klimaschädliches Treibhausgas und die Wissenschaft sucht nach Wegen, es irgendwie aus der Atmosphäre zu bekommen. Aber jetzt dreht sich alles. Es könnte als Treibstoff verwendet werden. Ein österreichisches Forschungsteam hat jetzt beides geschafft. Sie haben einen Prozess erforscht, wie aus dem herausgefilterten Treibhausgas zudem noch Treibstoff produziert werden kann und das zudem auch noch äußerst effizient. Wie das genau funktioniert und ob das jetzt das Ende aller Klimaprobleme dieser Welt bedeutet, jetzt in Klicks zum Science and Fiction. Herzlich willkommen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit haben in der Vergangenheit schon einige Ideen vorgestellt, um CO2 in andere Stoffe umzuwandeln. Ein schweizerisches Forschungsteam beispielsweise will bis 2025 1% der globalen CO2-Emissionen aus der Luft filtern und damit Pflanzen düngen. Denn in der richtigen Dosierung eingesetzt, sorgt Kohlendioxid tatsächlich dafür, dass Gemüse schneller wächst, und zwar bis zu 20%. Eine andere Idee ist es, dass CO2 in unterirdischen Hohlräumen gespeichert wird. Das ist ja immer wieder ein Thema bei uns. Noch grandioser wäre es natürlich, wenn das herausgefilterte Kohlendioxid als Treibstoff nutzbar gemacht werden könnte. Und es gibt bereits Methoden, die das ermöglichen. Doch das Problem hierbei, es werden seltene Erden oder aber extrem hohe Temperaturen benötigt, um die Moleküle aufzuspalten. Bislang ist das mehr als unrentabel. Jetzt hat ein internationales Forschungsteam aus Österreich eine Lösung für dieses Problem gefunden. Sie haben erforscht, dass sich statt der teuren und seltenen Metalle auch synthetische Polymere nutzen lassen. Diese sind dem Melanin, also unseren Hautpigmenten, nachempfunden. Diese Polymere sind allerdings nicht leitfähig und somit als Katalysator erst einmal nicht denkbar. Also Katalysator ist eine Zwischenstation für den chemischen Prozess. In einem ersten Schritt hat das Forschungsteam diese also zunächst einmal durch einen chemischen Prozess leitfähig gemacht. Kohlendioxid kann so in Methansäure und Kohlenmonoxid aufgespalten werden. Methansäure wiederum kann dann in einem weiteren Prozess in Wasserstoff umgewandelt werden oder direkt als Treibstoff genutzt werden. Und zwar für Ameisensäure-Brennstoffzellen. Eine Brennstoffzelle, bei der Ameisensäure als Elektrolyt genutzt wird. Sie wird beispielsweise als Energielieferant für Smartphones, Kameras oder Laptops genutzt werden. Letztendlich kann man dieses Prinzip mit den natürlichen Prozessen in der Natur vergleichen. Auch hier nehmen Pflanzen CO2 auf und verwandeln es mit Hilfe von Sonnenlicht in Biomoleküle, die uns dann beispielsweise in Form von Holz als Treibstoff zur Verfügung stehen. Das Forschungsteam aus Österreich hat die Stabilität und Leistungsfähigkeit in einem stundenlangen Test demonstriert. Hierbei wurde Kohlendioxid mit Hilfe von elektrischem Strom in Ameisensäure und Kohlenmonoxid umgewandelt. Beide Stoffe können wiederum als Treibstoff verwendet werden und würden so tatsächlich den Kohlenstoffzyklus schließen. Die Effizienz dieses Prozesses, also die Umwandlung von elektrischer in chemische Energie, ist vergleichbar mit der Effizienz, die sonst nur bei Katalysatoren auf Metallbasis erreicht wird. Das Ganze erinnert ein bisschen an eine Idee eines Harvard-Forschungsteams. Es hatte sich Bakterien zunutze gemacht und diese mit Metallen wie Cadmium ausgestattet. Dadurch bildeten diese Bakterien Kristalle auf ihrer Oberfläche, aus die an Halbleiter erinnern und den Bakterien eigentlich als Schutzmechanismus dienen. Doch gleichzeitig versetzen sie die Bakterien damit in die Lage, künstliche Photosynthese zu betreiben. Die Cyborg-Bakterien ziehen nämlich Kohlendioxid aus der Umgebung, wenn sie Wasser und Licht ausgesetzt werden. Daraus produzieren sie Essigsäure, was dann als Basis für Treibstoff dienen kann. Der Prozess ist bislang noch nicht effizient, dennoch total simpel. Tatsächlich also sinnvoll, dass Forschungsteams weltweit weiter intensiv an solchen Ideen tüfteln. Dennoch sollten wir dabei nicht vergessen, der Prozess, CO2 aus der Atmosphäre zu nutzen, um Kraftstoffe herzustellen, trägt nur zu einem kleinen Teil zum Klimaschutz bei. Diese Technologie eignet sich bei aller Euphorie noch nicht dazu, die Mengen an CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen, die nötig wären, um die globale Erwärmung zu verlangsamen oder gar zu stoppen. Dazu müsste das Kohlendioxid dauerhaft aus dem Kreislauf entfernt werden. Unser Job muss es also weiterhin ganz dringend sein, dafür zu sorgen, dass die CO2-Emissionen drastisch gesenkt werden. Hierbei Klicksum halte ich euch natürlich auf dem Laufenden, wenn ihr kein Video zum Thema CO2, Klimawandel und so weiter und so fort verpassen wollt und auch zu allen anderen Themen, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den auf die Glocke. Und hier geht es weiter und ich will es wirklich nochmal betonen, es ist ganz wichtig, was interessiert mich das Klima Responsive Folge 05? Da sprechen Klimaforscher Mojib Latif und ich über den Klimawandel. Ein richtig, richtig wichtiges Video der Bundeszentrale für politische Bildung. Also auf keinen Fall verpassen, draufklicken und ansonsten bis dann. Bleibt dran.